Ein Teilnehmer aus dem Deutschkurs muss in dieser Woche eine wichtige Prüfung an die Universität machen. Sie sind sicher, dass er die Prüfung sehr gut bestehen wird. Sie wollen eine Überraschungsparty vorbereiten. Überlegen Sie, wie Sie diese Party am besten organisieren können. Erster Punkt: Wo und wann? Ort, Tag, Uhrzeit. Zweiter Punkt: Wann einladen? Wie einladen? Dritter Punkt: Geschenk kaufen. Vierter Punkt: Essen und Trinken. Vorbereiten, kaufen oder mitbringen. Überraschungsparty nach der Prüfung planen. Diego macht am Freitag seine Prüfung. Die macht er bestimmt sehr gut. Ich finde, wir sollten eine Party für ihn machen. Was denkst du? Das ist eine gute Idee. Am besten am Freitagabend. Ich schlage vor, wir bereiten alles bei mir zu Hause vor. Ich habe viel Platz. Dann musst du Diego am Abend zu mir bringen, ohne zu sagen, dass es eine Party gibt. Sollen wir um 22 Uhr anfangen? Kannst du das machen? Kein Problem. Ich finde, alle Leute aus unserem Kurs sollen kommen. Auch die Lehrerin. Vielleicht auch die Sekretärin? Wir schreiben Einladungskarten, damit Jego nicht merkt. Die Einladungen müssen wir am Dienstag verteilen. Kannst du die Karten schreiben? Ich helfe dir natürlich. Ja, gern. So machen wir das. Natürlich soll Jego ein Geschenk bekommen. Hast du eine Idee, was er sich wünscht? Ich habe gedacht, er braucht Fahrradsachen. Die sind ziemlich teuer, aber wenn wir das alle zusammen bezahlen, geht es vielleicht. Das Geschenk müssen wir am Freitag kaufen. Vielleicht kann Melanie das machen. Sie kennt Diego gut. Ich frage sie morgen. Was meinst du dazu? Ich glaube, das ist eine gute Idee. Vielleicht finden wir ein Sonderangebot. Wie machen wir das mit dem Essen? Hast du einen Vorschlag? Ich denke, wir haben kein Geld für Essen und Getränke. Jeder muss etwas mitbringen. Bist du damit einverstanden? Ja, jeder bringt etwas mit. Und wir können bei mir Nudeln kochen. Dann brauchen wir nur die Soße und den Nachtisch. Vielleicht müssen wir auch noch über die Musik sprechen. Ich habe nur CDs mit Technomusik. Das mögen aber wohl nicht alle. Kannst du die anderen fragen, ob sie noch ein paar CDs mitbringen können? Welche Musik brauchen wir? Was meinst du? Ich schlage vor, jeder bringt seine Lieblingsmusik mit. Das schreiben wir in die Einladung.